so einer Drops-Verlaufswolle machen, die so ins Grünliche, grün-blau, graue geht. Das miteinander kombiniert, vielleicht wird das ganz toll. Ich hoffe, dass es ganz toll wird. Ja, das habe ich heute anzubieten gehabt. Vielleicht, ja, war das ganz langweilig oder auch nicht. Weil das war ja nicht alles von jetzt, sondern schon ein bisschen eingelagert. Ich habe bestimmt noch mehr Eingelagertes. Und wenn ihr Lust habt, auch die Sachen zu sehen, die ich jetzt in den letzten 2 Jahren gemacht habe, wenn mir dann nochmal was in die Hände kommt, jetzt beim Umzug speziell, könnte das ja sein, dass mir wieder was so in die Hände fällt, wo ich denke, ah, das hast du also mal gemacht. Dann könnt ihr in die Kommentare schreiben, ob ihr Lust habt, das zu sehen oder ob das für euch tödlich langweilig ist und ihr nur die aktuellen Sachen sehen wollt. Ja. Ansonsten, was soll ich sagen? Ja, freue ich mich immer noch über die vielen Zuschriften und ich habe auch versucht, da überall drauf zu antworten und so, weil mir das auch so Spaß macht, in Interaktion zu kommen mit euch. Und dann wollte ich nochmal was sagen zu Angie. Ich habe heute ihren Podcast gesehen und fand das dann ganz traurig, dass sie irgendwie gesagt hat, dass jemand da so einen blöden Kommentar geschrieben hat, so sie hätte gar keinen Spaß an den ganzen Sachen. Und das tat mir dann irgendwie voll leid, weil ich dachte, hoffentlich hat sie sich das nicht zu sehr zu Herzen genommen, weil ich finde die total toll. Und auch Wollmessi und Sandra aus Tierisches Gestricke und Frieda aus, wie heißt es, Seidenraupe, glaube ich. Und die Elli und die Hilda. Auf jeden Fall alles total tolle, liebe Menschen, finde ich. Ganz, ganz lieb und herzlich und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich jetzt eventuell ein wenig dazugehöre, zu den deutschen Podcastern. Mein Sohn würde jetzt wieder meckern, weil der nämlich immer sagt, ein Podcast ist nur akustisch und nicht, da sieht man halt nichts, das ist im Radio. Und dann habe ich gesagt, aber das sagen ja alle hier so. Und dann hat er gesagt, ja, das kommt, weil wir alles alte Leute sind. Und naja, gut, Frieda nehme ich jetzt mal aus, ne? Die ist ja keine alte Frau. Das fand ich auf jeden Fall ganz gemein, aber ja, muss man dann mal so hinnehmen, ne? Auf jeden Fall sage ich jetzt dann immer Video, weil der so gemeckert hat wegen dieser Podcast-Nummer. Das hat mich jetzt echt ein bisschen verunsichert dann. Aber ja, egal. Jetzt habe ich aber auch ganz schön viel geredet, aber das kommt, weil ich so alleine bin. Weil hier jetzt ja gar keine Kinder rumhüpfen und gleich mir irgendwas erzählen oder so. Vielleicht bin ich wieder ich mit mir alleine. Und dann werde ich versuchen, in meinen Gedanken mir auszumalen, wie das in der neuen, nicht Wohnung, Haus sein könnte. Wie das dann da auch am Ende aussehen könnte und so. Und wie das vielleicht ist, wenn man einen Garten hat und ich dann auch wieder mehr malen kann. Weil ich glaube, im Hintergrund seht ihr einen Teil meiner Bilder. Also ich male halt auch sehr gerne. Und da hinten in der Ecke oder andersrum, weiß ich nicht, da ist ein alter Schrank und den habe ich mal restauriert, also abgeschliffen und dann gemalt und dann nochmal abgeschliffen und noch halt Vintage, ne? Das ist ja jetzt ganz in, aber ich habe das, ist ja egal, ob es in ist oder nicht. Ich mag das halt total gerne und ich habe hier überall in der Wohnung Sachen, die ich gewintaged habe. So. Und aus diesen alten, dunklen Schränken wurden dadurch einfach ein bisschen freundlichere Sachen. Und wenn ich in dem neuen Haus bin, dann habe ich ganz viel Platz und dann kann ich wieder solche Sachen machen. Also mit Farbe rummalen und schmiergeln und mit Holz arbeiten. Jetzt so wunderbar werden. Ja, aber dafür bin ich nicht mehr im Viertel dann. Das ist dann auch wieder ein bisschen traurig, weil so, wenn ich rausgehe, dann ist halt
buntes Leben, viele Menschen, viele Cafés und man hört wieder Feuerwehr im Hintergrund. Das ist halt dann auch die Schattenseite dabei. Ich hoffe, ich langweile euch nicht zu sehr, aber ich muss mit irgendjemandem noch mal sprechen können. Und das, ja, seid in diesem Fall jetzt ihr oder du, wer jetzt gerade da halt sitzt. Ja, das ist die andere Seite vom Fiddle. Das werde ich dann eventuell nicht mehr haben, weil ich dann ja raus ins Grüne gucke. Und habe ich schon gesagt, da ist ein Kamin. Hammer. Ja, ich werde auf jeden Fall, also wenn irgendwer Interesse haben sollte, mal zu sehen, wie das dann aussieht, dann würde ich ja eventuell mal Fotos machen oder so. Ja, ansonsten bin ich jetzt auch ein wenig müde und ich muss mich jetzt erstmal noch ein bisschen wieder runterfahren und das mache ich am besten, indem ich jetzt nochmal stricke oder auch häkle. Das weiß ich jetzt noch nicht so genau, weil ich mache nämlich beides eigentlich gleich gerne. Ich kann mich gar nicht so, obwohl stricken finde ich auch toller. Ich weiß es nicht. Mal so, mal so. Okay. Dann sage ich mal tschüss und bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen, aber ich weiß jetzt nicht was. Bestimmt irgendjemanden zu grüßen oder so. Ich grüße auf jeden Fall alle lieben Menschen, die mir immer schreiben und sich mit erfreuen an meinen Sachen und so. Ja, ich muss hier jetzt nochmal wieder so ausmachen, ne? Also bis zum nächsten Mal und tschüss.